So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Heute zieht ein Wert den DAX etwas nach unten. Und das ist die Linde AG. Die ist heute mit minus 13% natürlich der Tagesverlierer. Zieht aber die anderen Chemiewerte nicht unbedingt großartig mit nach unten. BASF liegt mit minus 1% aktueller Markt und Bayer ist bei plus minus 0. Gewinner ist wieder die Volkswagen-Aktie und gefolgt von der Deutschen Bank. Die werde ich mal nachher noch einen Chartcheck machen. Da könnte vielleicht mal der Underperformer könnte vielleicht mal ein bisschen Gas geben. So, kommen wir aber zum DAX allgemein. Der DAX ist heute wieder an die gestrige Ausbruchsmarke rangelaufen und bullisch abgeprallt. Also hier kann man auch sagen, wenn jetzt der DAX die 11.340 entweder direkt durchbricht oder auf 15-Minuten-Basis einen Schlusskurs erreicht, dann könnte es nochmal Richtung 11.270 gehen. Dann wird eben hier auch der EMA 200 dort vorbeilaufen. Der Wochenchart hier ist der Kurs über der Wolke und über dem dominanten Abwärtstrend. Das Kursziel war eben hier mit 11.600 dann angegeben. Und im 4-Stunden-Chart sollte er dann eben die 11.000, also nochmal eben hier zurücklaufen, dann würde er eben im Rainbow eintauchen. Ja, also alles, was jetzt über auch des ehemaligen Kursziels war von 11.250, da kann sich die Aufwärtsbewegung beliebig fortsetzen, noch eben bis zum Gap, bis 11.550 oder 11.600 Punkten. Kommen wir zum US-Markt. Hier war noch ein Ziel angegeben, was er eben nicht ganz erreicht hat, nicht ganz eingedrungen ist. Hier hat es eben kurz touchiert noch gestern Mittag. Und ja, solange er eben unter der 4.720 Marke läuft, bleibt erstmal das Setup so. Aktiv shorten werde ich jetzt nicht erstmal. Dafür ist der Markt eigentlich zu stark. Hat auch wieder heute, beziehungsweise die gestrigen die Verluste wieder aufgeholt, aber eben jetzt hier bärisch abgeprallt. Im Dow Jones Index ist er hier aktuell auf der Unterstützungslinie wieder. Hier könnte eben noch ein Hoch fehlen. Also hier wäre ein spekulatives, ja, sehr spekulative Long-Einstieg möglich. Werde ich nachher noch weiter begutachten. Aber hier ist eben auch im Tageschart der Kurs hier deutlich abgeprallt. Genauso wie hier an dem. Hier hat er eben leider im S&P 500 Index eben leider kein Fehlsignal nach oben ausgelöst, damit eben deutlicher Verkaufsdruck dann aufkommen könnte. Hier stehen wir auch an der Oberkante des Rainbows. So, dann kommen wir kurz zu den Setups noch. Erstmal zum Bund Future, da hatte ich gestern noch angegeben, unter der 1.5820er Marke oder überhalb sollte es nochmal einen Aufwärtsschub kommen. Ja, den gab es nicht. Direkt den Bruch mit einem deutlichen Abverkauf. Also hier scheint, dass eben die Marke eben nicht angelaufen wird von 159 und hier das eben das Hoch war. Aber hier bei dem Setup sollte trotzdem niemand im Verlust sein, weil erstens Teilgewinne mitgenommen worden sind und hier das Kursziel sehr nah angelaufen ist und man sollte natürlich dann irgendwo selber seinen Stopp nachziehen bzw. irgendwo dann definieren.
Das andere Setup ist Gott sei Dank nicht aktiviert worden. Da hat der Kurs direkt hier gedreht und kämpft sich eben wieder über dem EMA 10. Was jetzt hier auch nicht ganz so lief wie gewünscht, war Gold, aber ist kein Setup aktiviert worden. Ist jetzt, hat den Abwärtstrend doch gebrochen, scheitert aber erneut wieder an dem EMA 200 im 1-Stunden-Chart. Man sieht es ja hier genau, kein einziger Kurs, Schlusskurs ging darüber. Und hier ist im Prinzip dieses Setup könnte man jetzt hier schon blau machen. Denn über diesem, ja direkt im Prinzip Kurse über 1076 könnte man hier dann wirklich zum sehr spekulativen Einstieg benutzen. Kommen wir noch kurz zum Öl. Hier geht es eben leicht aufwärts. Der Stopp bleibt erstmal noch hier unten und werde ich weiter beobachten. Also aktuell drängt sich wirklich auch nicht unbedingt ein Kauf auf. Hier ist man eingestoppt worden mit zwei Positionen. Einmal direkt, einmal per Schlusskursbasis. Und ja, solange sich hier in dem Kanal, wie auch schon gestern besprochen in dem Video, sich hält, kann er eben nochmal dann die 44 US-Dollar anlaufen. Sollte das stattfinden, werde ich definitiv den Stopp danach ziehen. Entweder dann auf dieses Low oder sogar noch enger. Kommt eben dann auf die neuen Muster drauf an. Aber bislang bleibt der Stopp hier unten. So, dann danke fürs Zuhören. Ich melde mich nachher mit einem Setup im Stream wieder. Danke.